Willkommen zum Lesemonat für den Juni. Es ist ein anderes Setting und der Lesemonat kommt etwas später. Beides hängt irgendwie ein bisschen miteinander zusammen. Zum einen war ich im Urlaub. Wer mir auf Instagram folgt, ich blende euch mal den Account ein, der weiß das, der hat das mitbekommen, der hat auch schon ein paar Bilder gesehen. Ich war 2 Wochen in Griechenland und in München und bin gerade 1 Stunde wieder zurück in Hannover und ja, ausgepackt ist. Die erste Maschine Wäsche läuft und jetzt wollte ich einfach schnell meinen Lesemonat drehen, denn vorbereitet habe ich den schon, Notizen sind geschrieben gewesen. Und ja, so viel dazu, warum er später kommt. Warum das hier im Hintergrund heute etwas anders aussieht als sonst, hat den Grund, dass meine Hausverwaltung sich überlegt hat, während meines Urlaubes die Balkone zu sanieren, das nicht vorher angekündigt hat und ich leider meine Pflanzengießhilfe dazu missbrauchen musste, meinen kompletten Balkon freizuräumen. Und deswegen sieht das Wohnzimmer und vor allen Dingen das eigentliche Setting aktuell so aus. Das ist nicht so schön, das stört mich aktuell nicht sonderlich, mein Wohnzimmer ist groß genug, aber mein Videosetting ist nicht vorhanden gerade. Deswegen heute mal vom Bücherregal, ist ja auch mal nett, passt ja zumindest zum Thema. Ich habe im Juni 6 Bücher gelesen, das waren 2371 Seiten, gelesen und auch gehört. Es waren auch Hörbücher wie immer dabei. Ihr habt es im Titel schon gesehen, mein Sub ist explodiert. Ist der Sub erst ruiniert, kauft es sich ungeniert. Ich habe gar nicht so viel gekauft, es ist auch so was Neues dazu gekommen, dazu gleich später mehr. Ich liege aktuell bei 107 Büchern auf dem Sub. Von meinem Ziel, unter 100 zu kommen, habe ich mich damit wieder mal weit entfernt. Aber starten wir direkt mit den gelesenen Büchern aus dem Juni. Das erste muss ich euch einblenden, das habe ich als normales gebundenes Buch gelesen. Das war aber eine Leihgabe eines Kollegen, deshalb auch nicht auf meinem Sub gewesen. Das war so eine Spontanaktion und bei ausgeliehenen Büchern versuche ich die schon immer zeitnah zu lesen. Ich mag das nicht so gern, die ewig zu behalten. Und das war Kent Haruf, Unsere Seelen bei Nacht. Ich kannte weder den Autor noch das Buch. Tatsächlich sind Bücher aus dem Diogenes, glaube ich, Verlag. Ich bin der Meinung, aus dem Verlag war das nicht unbedingt so meine Zielbücher, zu denen ich greife, nicht unbedingt meine Genres, aber das hat mir gut gefallen. Es hat trotzdem nur 3 Sterne bekommen, aber es sind sehr gute 3 Sterne. Ich habe lange überlegt, wie viel ich dem gebe und es waren gute 3 Sterne. In dem Buch geht es um eine Kleinstadt in Colorado und dort leben Eddie und Louis. Sie sind beide schon um die 70 Jahre alt, verwitwet und haben zwar Familie, leben aber alleine. Und ja, Eddie überlegt sich eines Tages, den Louis zu fragen, ob sie sich quasi nicht zusammentun wollen und er bei ihr übernachten soll. Also damit sie abends nicht so alleine ist, damit sie nicht alleine einschläft. Und man kann sich vorstellen, dass das in so einer Kleinstadt nicht unbedingt gut ankommt, wenn die älteren Leutchen sowas machen, wobei es ja vollkommen unsinnig ist. Das ist ja ihrer beider Sache und die beiden machen das dann. Louis wandert dann immer abends zu Eddie und übernachtet bei ihr. Sie führen ganz tolle Gespräche und dieses Buch geht eben darum, wie diese Kleinstadt darauf reagiert, wie die beiden miteinander umgehen, wie vor allen Dingen ihre Familie, also die Kinder von ihnen, damit umgehen. Und das hat mir sehr gut gefallen vom Thema her. Fand ich sehr interessant und schön zu lesen. Die Umsetzung, die sprachliche Umsetzung hat mir nicht so gut gefallen. Es war mir oft zu neutral geschrieben und trotzdem kam durch die Geschichte, durch das Thema an sich eigentlich sehr viel Gefühl rüber. Also es hat mich schon berührt, die Geschichte, und ich fand beide auch sehr sympathisch und ich habe auch mit ihnen mitgefühlt. Aber die Sprache war mir zu sachlich von der Art her. Das hätte ich mir ja irgendwie anders gewünscht. Es gibt auch einen Film dazu, habe ich dann erfahren, oder einen Film zum Buch. Das Buch wurde verfilmt, so könnte man es auch nennen. Und der ist auch bei Netflix mittlerweile, oder der ist schon ein bisschen älter. Den werde ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen und dann vergleichen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es als Film unfassbar gut rüberkommt. Ich glaube, das ist mit Robert Redford und noch einer sehr bekannten Schauspielerin. Wenn ich etwas verschnupft und heiser klinge, liegt es an dem, ich hoffe zumindest, an dem Konzert am Freitag. Wir waren bei Bon Jovi in München und es war sehr laut und ich war sehr laut. Das war wunderbar. Aber vielleicht ist es auch die Klimaanlage und ich hoffe, ich werde nicht krank. Aber das denken wir uns jetzt einfach mal weg. Auf zum nächsten Buch, was ich im Juni gelesen habe. Und zwar war das dieses Schätzchen hier, was schon recht lange auf meinem Sub lag. Und zwar alle 3 Teile von Erik Axel Sundt. Das ist ein Autorenduo. Und zwar der erste Teil, Krähenmädchen. Den habe ich in einer Goodreads-Leserunde gelesen mit anderen zusammen. Und der hat mir unfassbar gut gefallen. Der hat mir so gut gefallen, dass ich ein einzelnes Video dazu gedreht habe, was diese oder nächste Woche auch online geht. Oder
vorher schon, ich weiß es gar nicht. Ich verlinke euch das auf jeden Fall, beziehungsweise abonniert einfach den Kanal, dann verpasst ihr das Video auch nicht. Ja, hat 5 Sterne bekommen, fand ich richtig, richtig gut. War mal wieder ein grandioser Thriller, der mich richtig gefesselt hat, an dieses Buch gefesselt hat. Also ich habe wirklich in jeder Minute gelesen und ja, hätte ich dann nicht andere Dinge zu tun gehabt, hätte ich das in einem Rutsch durchgelesen. Aber dazu dann mehr in der Einzelrezi. Dann habe ich ein Hörbuch gehört im Juni und zwar Die unendliche Geschichte von Michael Ende. Ich blende das mal ein, da seht ihr das besser. Ich denke, die meisten werden die Geschichte kennen, beziehungsweise mindestens den Film. Den habe ich nämlich auch schon 2-3 Mal als Teenager oder vielleicht auch Kind gesehen und habe nie das Buch gelesen von Michael Ende. Und ich dachte mir, das muss ich jetzt mal ändern und habe mir mit einem Audible-Guthaben das Hörbuch runtergeladen in der Vollversion und habe das dann gehört. Die Geschichte werden die meisten kennen. Es geht um Bastian, der in einer alten Buchhandlung ein Buch entdeckt, und zwar Die unendliche Geschichte. Und er ist eine absolute Leseratte, er ist ein Außenseiter. Und er fängt an, dieses Buch zu lesen über Atreyu, über Phantasia und die kindliche Kaiserin und wie Atreyu versucht, Phantasia zu retten. Und ja, je mehr er liest, desto mehr wird er nicht nur gedanklich in die Geschichte reingezogen, das auf jeden Fall, er ist richtig gebannt, sondern auch direkt selber. Er landet in dieser Geschichte, das ist jetzt kein großer Spoiler, auch wenn das gar nicht so am Anfang passiert, wie ich dachte, so schnell. Das kommt erst ein bisschen später. Und dann erlebt er Abenteuer und ja, das Ende verrate ich euch natürlich nicht. Ich bin sehr gespannt, ich möchte mir den Film nochmal anschauen, ob das anders ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es schon ein bisschen anders ist, aber es ist halt sehr lange her, wo ich den Film gesehen habe. Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Es hat 4 Sterne von mir bekommen. Es wird nicht mein absolutes Lieblingsbuch werden. Die Geschichte ist toll. Am Anfang ist es spannend und das Ende fand ich auch richtig toll. Im Mittelteil war es mir manchmal ein bisschen zu langatmig. Da waren zu viele Wesen, da passierte mir zu viel Unterschiedliches und ich hatte auch das Gefühl, der rote Faden ist irgendwie verloren, weil man nicht so richtig wusste, wo soll das jetzt hinführen. Ja, vorm Ende fängt sich das Ganze aber wieder und das Ende ist halt, wie gesagt, richtig toll. Also ein sehr schönes Fantasy-Buch. Wer es noch nicht gelesen hat, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Mit meiner wunderbaren Leserunde, unserem kleinen Buchclub, der jetzt auch noch um eine Person angewachsen ist seit diesem Buch, habe ich von Christelle Dabot, ist eine Französin, Die Spiegelreisende, die Verlobten des Winters auf dem Kindle gelesen. So sieht man das. Ich blende euch das Cover trotzdem ein. Ich finde das sehr, sehr schön. Und ja, ich habe das zusammen mit Kali, Sarah Sophie, Ruth, Sarah und Ramona gelesen. Also wir sind jetzt schon 6, wenn ich richtig gezählt habe. Und wir tauschen uns über WhatsApp aus. Das habe ich ja schon mal erzählt. Wir haben Erebos zusammen gelesen. Die Spiegelreisende ist ein, ich würde sagen, schon High-Fantasy-Roman. Das ist ja so nicht so unbedingt immer mein Genre, aber ich war sehr gespannt. Das hörte sich sehr interessant an, denn es geht dort um Ophelia und sie lebt auf der Arche Anime. Man muss sich das so vorstellen, dass die Welt oder die Kugel, die Erdkugel, zerbrochen ist, quasi explodiert, aber die einzelnen Fragmente noch um den Erdkern herumschweben. Und es gibt eben diese verschiedenen Archen, da gibt es ganz, ganz viele von. Und in meiner Vorstellung war das so ein bisschen wie einzelne Länder, denn die sprechen zwar alle die gleiche Sprache, aber es gibt verschiedene Dialekte und die sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Und auch die Menschen, die dort leben und die Fähigkeiten, die diese Menschen haben, das ist nämlich auch ja, Fantasy, wie gesagt, die sind auch unterschiedlich. Und Ophelia ist eine Spiegelreisende. Sie kann durch Spiegel gehen und dann verschiedene Räume oder Distanzen überwinden, nicht unbegrenzt. Und sie kann lesen. Das heißt, wenn sie mit ihren Händen Dinge, Gegenstände berührt, kann sie ja deren Geschichte quasi nachvollziehen und wem das gehört, wer, ich glaube auch, wer das ja, gebaut hat, und kann eben so in die Vergangenheit dieses Gegenstandes schauen. Und auf Anime haben die Gebäude auch Gefühle und die Häuser zum Beispiel reagieren auf ihre ja, Besucher und auch die Besitzer, und das fand ich, war eine ganz spannende Welt. Ophelia bleibt aber im Buch nicht auf Anime, sondern sie wird quasi verheiratet in den auf eine andere Arche, zum Pol. Dort ist es alles ganz eisig und kalt und da ist der Thorn, den sie heiraten soll. Und ja, toll findet sie es nicht, aber so ist es dort nun mal und dann macht sie das. Ich kann das jetzt alles ganz schwer erklären, weil die Geschichte sich dann doch irgendwie ganz anders entwickelt, als ich mir das vorgestellt habe. Auch so, was das Setting des Pols betrifft. Sie kommt dann zu einer sehr kreativen Fantasy-Welt. Ich habe das so ein bisschen mit Alice im Wunderland verglichen. Ist überhaupt nicht identisch, aber es ist manchmal sehr skurril und die Personen dort sind
anders als andere. Und ja, ich könnte wahrscheinlich eine Stunde lang über dieses Buch reden. Da passiert so unfassbar viel. Wir haben so viel diskutiert und so viel über die einzelnen Abschnitte, die wir gelesen haben, gesprochen wie schon lange nicht mehr. Als hätten wir jetzt schon 100 Bücher gelesen. Aber es war einfach so viel Diskussionsbedarf und die Sprachnachrichten waren unfassbar lang. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Trotzdem hat das Buch von mir nur 3 Sterne bekommen, weil das einfach nicht mein Ding war. Es hat super angefangen. Ich war extrem begeistert zu Beginn und dann war mir das aber alles zu viel. Ich hatte das Problem, dass ich mit keinem der Charaktere so richtig mitgefühlt habe. Keiner war mir hundertprozentig sympathisch. Es waren ganz, ganz viele, die mir extrem unsympathisch waren und das mag ich nicht. Es waren keine richtigen Freunde für Ophelia da, hatte ich so für mich das im Gefühl. Sehr viele Feinde allerdings, sehr viel Intrigen, was auch spannend ist, aber das war einfach nicht mein Buch. Ihr könnt euch von den anderen Mädels, die verlinke ich natürlich auch immer in der Infobox, mal die Lesemonate anschauen. Für Juni, da haben wir das Buch gelesen oder zum Teil vielleicht Anfang Juli auch. Ich glaube, ein Teil macht auch Einzelrezis. Wir waren auch sehr unterschiedlicher Meinung. Ich gehörte eher zu denen, denen das Buch nicht so gut gefallen hat. Es gab auch welche, die richtig begeistert waren und auch die Reihe weiterlesen möchten. Es soll nämlich 4 Bücher, bin ich der Meinung, geben. Das zweite gibt es auf Englisch schon und kommt auch demnächst raus. Also die Erscheinungsdaten stehen, glaube ich, alle schon fest und es kommt relativ zeitnah. Also lest euch mal den Klappentext durch. Ich verlinke alle Bücher unten, ob das was für euch ist. Ich kann das halt schwer erklären, weil da so viel passiert und ich in meinem Kopf schon so viele Handlungsstränge jetzt von diesem Buch habe. Das Ende hat mir auch nicht so gut gefallen. Ja, ich werde die Reihe nicht weiterlesen. Ich habe kurz überlegt, aber letztendlich gibt es so, so viele Bücher, 107 auf meinem Sub, die ich gerne lesen möchte und andere Reihen, die ich auch noch weiterlesen möchte, dass ich ungern ein Buch weiterlesen möchte, wo mir der erste Band schon nicht so gut gefallen hat, eben nur 3 Sterne. Ich habe es gerne gelesen, es war interessant, aber es war einfach nicht meine Welt. Dann war ich ja im Urlaub und hatte nur den Kindle mit und habe dort von Halo Summer, was auch schon sehr lange auf meinem Sub lag, das Mondwunder gelesen. Ich würde sagen, das ist eher eine Kurzgeschichte, weil es hat nur 120 Seiten. Und das war sehr schön. Ich habe den ganzen 4 Sterne, sehr gute 4 Sterne gegeben. Und ich lese euch mal den Klappentext, beziehungsweise, das habe ich im Internet gefunden, vor. Lange Zeit war ich tot und wusste es kaum, bis Mats vorbeikam und mich weckte. Ich wünschte, ich könnte mich daran erinnern, warum ich tot bin. Was ist nur passiert? Myra wacht in einer Vollmondnacht auf einem Friedhof auf und stellt fest, dass sie spukt. Ja, es geht um Myra und Mats, der sie findet auf einem Friedhof. Sie ist offensichtlich tot und kann sich aber nicht so richtig erinnern. Und beide, ja, führen Gespräche und arbeiten quasi beider Vergangenheiten auf. Sowohl Myras Tod, warum, wieso, weshalb, als auch Mats Vergangenheit. Und das war einfach total schön zu lesen. Da passiert nichts mega Spannendes, außer dass man natürlich auch erfahren will, was ist mit Myra überhaupt passiert, warum ist sie tot, warum spukt sie da jetzt rum. Und er kann sie eben immer nur zum Vollmond sehen. Das heißt, es springt immer so in den Monaten und es gibt auch Monate, wo er sie nicht sieht, weil es bewölkt ist. Und es war einfach eine super süße, schöne Geschichte, die ans Herz geht. Ich habe mir ganz viel markiert, weil ganz viele Passagen so schön geschrieben waren. So tolle Textpassagen, die ich mir rausschreibe und dann nochmal lese, weil sie einfach so schön sind. Und ein ganz tolles Buch. Ich weiß nicht, was das kostet. Es hat ja, wie gesagt, nur 120 Seiten und ich habe das, glaube ich, mal im Kindle-Deal oder so runtergeladen. Hat mir gut gefallen. Halo Summer hat ja auch Aschenkindle geschrieben, was ich auch gelesen habe vorletztes Jahr, was mir auch gut gefallen hat. Also die Autorin, da werde ich nochmal genauer schauen, wenn mein Sub ein bisschen geschmolzen ist. Dann habe ich von Lynn Rina Animant Crumbs Staubchroniken gehört. Auch das blende ich euch mal ein, weil es ein bisschen einfacher dann ist, als das Handy die ganze Zeit hochzuhalten. Und als ich das Buch das erste Mal gesehen habe, war ich wie die meisten unfassbar begeistert und fasziniert von diesem wunderschönen Cover. Ich habe gedacht, es ist eine Reihe und ich dachte, es ist Fantasy, weil Chroniken klang so wie etwas, wo es mehrere Bücher gibt. Und das Cover ist so fantastisch irgendwie. Es ist weder eine Reihe, noch ist es Fantasy. Es spielt in London 1890. Und es geht um Animant Crumb. Ja, das ist ihr Name. Auch das klang für mich nach Fantasy, aber das ist ihr Name. Und sie ist ein junges Mädchen und
Eigentlich möchte ihre Mutter gerne, dass sie sich endlich mal eine gute Partie sucht, dass sie heiratet und ja, das typische Frauenleben lebt, was man zu der Zeit leben sollte in der feinen Gesellschaft. Und darauf hat Element aber überhaupt keinen Bock. Sie liebt es zu lesen, sie ist eine richtige Leseratte und sie bekommt dann die Gelegenheit, nach London zu gehen für einen Monat und in einer Bibliothek als ja, Assistentin quasi zu arbeiten. Und dort ist ein sehr ja, unangenehmer Chef quasi und den mag sie gar nicht. Der ist auch ganz grummelig am Anfang und dann nimmt das Ganze so seinen Lauf. Ich wusste tatsächlich auch vorher schon, weil ich einige Rezensionen gesehen habe, viele haben das Buch schon gelesen, dass es kein mega spannendes, krasses Buch ist, sondern eigentlich ganz langsames, entspanntes Buch ist, wo gar nicht viel passiert, aber ein Buch, was wohl ein gutes Gefühl transportiert und dem stimme ich zu. Ich habe dem Ganzen 4 Sterne gegeben, weil es jetzt kein mega krasses Buch ist, aber ich habe es super gerne gehört. Die Hörbuchsprecherin ist auch sehr angenehm, also als Hörbuch kann ich das empfehlen. Und dank Ruth, meiner Liebesroman-Expertin, weiß ich, dass es, ja, es ist quasi wie eine Art Liebesroman, aber es geht auch um andere Dinge, um ihre Familie und ihr Leben in dieser Bibliothek und in London. Und ja, dank Ruth weiß ich, dass das ein Slow Burn ist, der da passiert. Also eine langsame Liebesgeschichte, die einfach süß war. Also ich habe es sehr, sehr gerne gehört. Und jetzt kommen wir mal zu den Neuzugängen und der Grund, warum mein Sub so explodiert ist. Zum einen gibt es aktuell auf dem Kanal ein Gewinnspiel. Das läuft noch bis Sonntag. Da könnt ihr noch sehr gerne dran teilnehmen. Und zwar habe ich nämlich vom Fischer Taschenbibliothek oder vom Fischer Taschenbuchverlag aus der Reihe Taschenbibliothek 5 Bücher zugeschickt bekommen. Und 2 davon verlose ich aktuell, also schaut mal in dem Video vorbei, das verlinke ich euch natürlich. Und 3 habe ich als Rezi-Exemplare behalten. Und zwar ist das Lori Nelson Spielman, Morgen kommt ein neuer Himmel, Mary Kay Andrews, Die Sommerfrauen und Cecilia Ahern, 100 Namen. Dieses Buch. Dazu, wenn euch das interessiert, wenn euch diese Reihe interessiert, weil es ist unglaublich süß und ein ganz tolles Format, dann schaut einfach das Video und wie gesagt, da ist auch noch ein Gewinnspiel dabei. Wenn man einen Kindle hat, dann bekommt man alle paar Monate mal so eine E-Mail, wo man sich aus 3 Büchern einfach ein Gratisbuch aussuchen kann. Das mache ich dann natürlich auch. Und dieses Mal habe ich mir von Ellen Carstar Die ferne Hoffnung ausgesucht. Und zwar ist das der 1. Band der Hansen-Reihe, Trilogie glaube ich. Es ist ein historischer Roman. Und das hat mich so von der Art her, und ich bin auch schon mittendrin, das zu lesen, es wird also im Juli auf jeden Fall ausgelesen, hat mich das sehr an die Neuseeland-Trilogie von Sarah Lark ja, erinnert, so von der Art des historischen Romanes her. Es geht aber um was ganz anderes, es geht um die Hansen-Familie, die haben ein Kontor in Hamburg und das spielt um 1888, 1890 rum, zumindest der 1. Band. Ich weiß ja nicht, wie weit das dann in den anderen Bänden weitergeht. Und das sind 3 Brüder und der Vater. Und am Anfang des Buches verstirbt der Vater und diese 3 Brüder müssen den Kontor weiterführen, erfahren aber, dass sie quasi kurz vor der Pleite stehen und müssen sich was Neues überlegen. Und einer der Brüder geht nach Wien, ein anderer geht auf eine Kakaofarm. Also sie haben eigentlich ein Kaffeekontor, aber ja, sie bekommen die Idee, dass sie doch in Kakaobohnen machen sollten. Das ist damals noch nicht ganz so verbreitet. In Wien trinkt man schon sehr gerne Schokolade, aber eben in Hamburg noch nicht. Und der eine der Brüder geht mit seiner Familie nach Kamerun auf eine Kakaoplantage, die sie kaufen, baut dort Kakao an, der wird dann nach Hamburg verschifft und kommt dann auch zu dem 3. Bruder nach Wien. Und man verfolgt die Geschichte der 3 Brüder, die natürlich auch über die Geschäfte und Familie natürlich verbandelt sind. Und das gefällt mir richtig gut. Ich kann schon sagen, ich bin aktuell bei 80%. Also ich habe es jetzt die 1. Woche im Juli und auch Ende Juni schon angefangen im Urlaub, schon richtig gut weitergelesen. Am Strand, ich glaube 3 Stunden am Stück, da bin ich sehr gut vorwärts gekommen. Es gefällt mir richtig, richtig gut. Ich mag solche historischen Romane, die einfach eine Familiengeschichte beinhalten. Es geht um Eifersucht, es geht um das Geschäft, es geht um Liebe und Liebe, die nicht sein darf. Und um unterschiedliche Charaktere. Die eine Tochter zum Beispiel gefällt mir unfassbar gut. Ihr gefällt das Leben in Kamerun richtig toll. Sie liebt es, auf der Kakaoplantage mitzuarbeiten, was natürlich zu der Zeit überhaupt nicht, ja, das ist, wie eine feine junge Dame sein sollte. Und ja, dort gibt es natürlich dann Schwierigkeiten und Probleme, die auftauchen, die die Menschen untereinander haben. Und es ist so, so spannend. Mir macht das richtig viel Spaß. Es passiert immer was und ich
ja, das ist richtig so mein Genre geworden, habe ich das Gefühl. Also da möchte ich auf jeden Fall gern mehr lesen in die Richtung. Wie gesagt, wenn mein Sub abgeschmolzen ist. Ich bin mal gespannt auf das Ende, denn bei der Sarah Lark Trilogie waren die Enden immer relativ abgeschlossen, sodass es nicht so einen krassen Cliffhanger gab. Ich hoffe, das ist hier auch so, weil ich möchte mir jetzt den zweiten Band nicht unbedingt sofort kaufen, denn ihr wisst ja, der Sub ist lang und jetzt bin ich wieder hier und kann richtige Bücher lesen, aber diese Hansen-Trilogie hat es mir sehr angetan, da werde ich weiterlesen. Ich werde euch aber dann im nächsten Lesemonat mehr dazu berichten. Jetzt habe ich schon so viel über dieses Buch geschnattert. Da muss ich direkt mal auf die Notizen schauen. Ich habe auch in der App Buch des Tages, ich weiß gar nicht, ob ich euch das im letzten Lesemonat schon vorgestellt habe. Die App gibt es im App Store nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ich finde sie nicht mehr, andere finden sie auch nicht, aber trotzdem wird sie täglich noch mit kostenfreien E-Books bespielt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir da im Juni 2 neue Bücher runtergeladen für den Kindle von Luisa Pfühl, das Ministerium der Welten. Das ist auch ein erster Band. Da geht es um Geister und Monster und eine Organisation, die sich ihnen entgegenstellt. Klang ganz nett, weiß ich nicht, wann ich das lesen werde, ist jetzt erstmal gratis auf dem Kindle. Und auch der Beginn einer Reihe, die K- und K-Schwestern. Der Gärtner war es nicht. Die K- und K-Schwestern ermitteln. Das klang richtig cool. Da geht es um Conny und Kriemhild. Die sind beide über 60 und führen eine Pension in der Provinz. Und eines Tages gibt es dort einen Mord und die beiden entpuppen sich als Meisterdetektivinnen. Ich finde, das klingt richtig süß und kann echt lustig sein, wenn es gut geschrieben ist. Dazu dann aber mal mehr, wenn ich es irgendwann lese. Dann habe ich im Bücherschrank auf der Arbeit 2 Bücher gefunden, an denen ich nicht vorbeigehen konnte. Und zwar von Jo Platt, die Bücherfreundinnen. Von Jo Platt lese ich aktuell, muss ich jetzt mal kurz aus dem Schlafzimmer holen. Von Jo Platt lese ich aktuell Herz über Kopf, das hat mir eine Freundin ausgeliehen. Da habe ich im Juni schon mit angefangen, konnte es aber nicht weiterlesen, weil ich im Urlaub war und ich bin ungefähr bei der Hälfte. Das werde ich jetzt im Juli beenden, hoffe ich doch. Und der Schreibstil gefällt mir gut, ist so Frauenliteratur, aber nicht zu kitschig. Geht so ein bisschen in Richtung Sophie Kinsella, aber nicht ganz so lustig, aber gefällt mir gut. Und dann habe ich eben die Bücherfreundin gesehen, das Cover finde ich ganz gruselig, schrecklich. Aber es geht ja um den Inhalt und da geht es um beste Freundinnen, die zusammen einen Buchclub haben. Und ja, vor 3 Jahren starb eine der Freundinnen an Krebs und ihr letzter Wunsch war es, dass sie ihren Mann in diesen Club aufnehmen. Und seitdem ist der John bei den Treffen dabei. Und dann geht es um Freundschaft, Verlust, Datingkatastrophen und da stelle ich mir eigentlich ganz lustig und auch so fürs Herz etwas vor. Und es hat mich sehr an unseren kleinen Buchclub mit den anderen Booktubern, mit den Mädels irgendwie erinnert und dachte, ach, wir sind ja auch Bücherfreundinnen. Und deswegen nehme ich es mal mit und in meinem schönen Rainbow Shelf habe ich gar nicht so viel knallgelbe Bücher. Und deswegen passt es hier gut rein. Ich hoffe, ich komme demnächst mal dazu, das zu lesen. Vielleicht sonst auch im nächsten Sommer mal schauen. Auf jeden Fall gehört es erstmal mir. Und genauso erging es mir mit diesem Buch, was ich dort gesehen habe. Es sind einfach 2 Autoren gewesen, die ich kannte und mir dachte, das kann ich da nicht so liegen lassen. Das nehme ich mit und stelle dafür was anderes mal hin. Lucinda Riley, Helenas Geheimnis. Lucinda Riley kenne ich ja von der 7-Schwestern-Reihe. Da will ich ja auch noch weiterlesen. Da lese ich auch im Juli weiter. Dann gibt es nämlich eine Leserunde. Und hier geht es um einen wunderbaren Sommer auf Zypern und Jahre später und irgendwas bedroht die Idylle. Ich weiß es nicht genau. Es ist ein Lucinda Riley Buch und es wird gut sein. Es ist jetzt erstmal hier. Da finde ich das Cover auch nicht ganz so schön. Aber das ist so typisch für diese Art Bücher. Und dann möchte ich euch noch ganz kurz 2 Bücher vorstellen, die ich als Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen habe. Es sind keine Romane, deswegen belasten sie nicht meinen Sub. Sie belasten aber meine kulinarische Kochzeit, denn ich möchte auf jeden Fall etwas daraus kochen. Es sind 2 Kochbücher, 2 vegane Kochbücher. Wer mir auf Instagram folgt, weiß, dass ich mich aktuell ein bisschen mit dem Thema versuche zu beschäftigen. Es ist ja in aller Munde. Wir können ja der Umwelt nicht mehr weiter das antun, was wir ihr antun. Und ich bin Fleischesser, das werde ich auch weiterhin erstmal bleiben. Aber ich möchte gerne zumindest zu Hause auf Fleisch verzichten. Und koche an sich auch schon relativ viel. Vegetarisch ist mir dann so aufgefallen, weil ich oft zu faul bin, Fleisch zu verarbeiten. Aber bei anderen Sachen ist dann doch immer Fleisch drin. Und ich fand diese beiden Bücher einfach super interessant, weil es eben auch vegan ist. Das ist natürlich nochmal eine Ecke schwieriger, als nur vegetarisch zu leben. Aber das ist einmal das How Not to Die Kochbuch. Da geht es am Anfang auch um Krankheiten und welches Essen das wie auf den Körper wirkt. Und dann sind ganz viele wirklich, ihr seht schon die Marker,
ganz tolle Rezepte drin. Mir ist echt das Wasser im Mund zusammengelaufen. Es klang alles so unfassbar lecker. Ich habe das bei Instagram auch gezeigt gehabt. Und da werde ich auf jeden Fall mal was ausprobieren. Die nächsten Wochenenden und lecker vegan kochen. Und was ich an dem Buch auch sehr gut finde, ist, dass wirklich mit, ich sag mal, normalen Zutaten gearbeitet wird. Da sind relativ wenig krass schwierig zu bekommende Alternativen drin. Also, ja, finde ich richtig gut. Das zweite Buch ist dieses hier, Vegan einfach lecker. Da ist ein Burger drauf, das hat mich natürlich schon sehr angesprochen. Das sieht auch richtig gut aus. Da haben mir auch sehr viele Rezepte gut gefallen. Das ist manchmal ein bisschen schwieriger mit den Zutaten, aber nicht unmöglich. Ich meine, ich lebe in einer Großstadt, da ist es natürlich überhaupt nicht unmöglich. Aber zum Beispiel eine Zutat, die ich mir auf jeden Fall kaufen muss, sind Hefeflocken. Die kommen mir sehr oft vor. Und ja, ich bin einfach gespannt. Ich werde draus kochen und ihr werdet das dann auf dem Blog, auf Instagram irgendwo auf jeden Fall mitbekommen oder ja, wenn euch das näher interessiert, sagt Bescheid. Das Currently Reading habe ich ja irgendwie schon mit eingebaut. Also ihr wisst, dass ich aktuell die Hansen-Saga, eine ferne Hoffnung heißt der erste Band, glaube ich, lese auf dem Kindle und fast fertig damit bin. Und als richtiges Buch lese ich gerade eben immer noch Joe Platt, Herz über Kopf. Das werde ich aber auch beenden im Juli. Und ein aktuelles Hörbuch habe ich noch nicht angefangen. Das überlege ich mir demnächst, welches ich da weiterlesen oder beginnen möchte zu lesen. Sorry, dass das hier alles ein bisschen chaotisch ist. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ja, was wollte ich noch sagen? Ich werde die nächsten Tage, Wochen damit verbringen, das ganze Material aus Griechenland zu sichten. Ich möchte schreiben, es werden Videos kommen. Ich habe unfassbar viel Material. Ich weiß nicht, wie viel ich im Juli zum Lesen kommen werde. Ich versuche das so ein bisschen, ja, in der Balance zu halten, aber ich möchte eben auch das ganze Material bearbeiten, diese Videos schneiden. Und der Tag hat auch bei mir nur 24 Stunden und ein Großteil davon muss ich arbeiten. Doof. Aber ja, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Abonniert den Kanal, wenn ihr Bock auf weitere Büchervideos habt. Ich habe einiges auch vorgedreht. Es kommt jetzt auf jeden Fall noch was, bevor die Griechenland-Videos und auch das München-Video dann kommen. Und ja, abonniert auch den Blog. Ich verlinke euch das hier unten ja immer alles, wenn ihr euch das interessiert, wenn ihr lieber ein bisschen mehr lest. Ansonsten, ja, sehen wir uns bei einem der nächsten Videos. Ich verlinke euch nochmal irgendein anderes Video und natürlich das Abo. Da könnt ihr draufklicken, abonnieren und dann seid ihr Abonnent und das freut mich. Und bevor das hier noch alles berappelt und das Video zu lang, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Mittag oder Abend und wir sehen uns bei einem der nächsten Videos. Hoffentlich dann wieder, also zumindest beim Lesemonat, im alten Setting. Und mit mir, die nicht ganz so verwirrt ist. Man verliert übrigens 20% seiner Intelligenz in einem Urlaub. Haben wir gelesen in einer Frauenzeitschrift. Und ich glaube, dieses Video spiegelt das vielleicht wieder. Also bis dahin. Tschüss.